Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich zum Webinarvortrag zum Thema Bedeutung des Biomarkers Procalcitonin bei unteren Atemwegsinfektionen in der Praxis begrüßen. Wie Sie alle wissen, birgt der unkritische Verbrauch von Antibiotika vor allem bei oberen und unteren Atemwegsinfektionen das Risiko einer zunehmenden Resistenzentwicklung wichtiger Erreger. Mit einem Anteil von 75% sind respiratorische Infekte die häufigste Ursache für die Verordnung eines Antibiotikums. Jeder dritte Patient mit einem grippalen Infekt erhält Antibiotika und das, obwohl diese hauptsächlich viral induziert sind. Auch bei Volkskrankheiten wie Asthma, Bronchiale und COPD beruht ein großer Anteil der Exazerbationen auf einer viralen Infektion, die keiner antimikroellen Therapie bedarf. Somit sind valide Biomarker für die hausärztliche Praxis und die pneumologische Fachpraxis äußerst hilfreich. Die helfen, eine bakterielle Atemwegsinfektion rasch und zuverlässig zu identifizieren. Die potenziellen Vorteile eines reduzierten und gezielteren Antibiotika-Einsatzes liegen auf der Hand. Das wäre Verbesserung der Resistenzlage, Kostenreduktion und Vermeidung der Nebenwirkungen einer antibiotischen Therapie. Haus- und Facharztpraxen sind in den Herbst- und Wintermonaten stark gefordert. Fast 70% der jährlich 32 Millionen akuten Atemwegsinfektionen entstehen in der Herbst- und Winterzeit. Die Folie zeigt den Daten der kassenärztlichen Versorgungsforschung, die vom Zentralinstitut für kassenärztliche Versorgung publiziert wird. Und anhand der vertragsärztlichen Abrechnungsdaten der Jahre 2017 bis 2019 konnte gezeigt werden, wie sich jährlich von 32 Millionen ambulant versorgte Atemwegsinfekte im Jahresverlauf eigentlich verteilen. Eingeschlossen sind neben der Influenza, also der echten Grippe, auch die akute Bronchitis sowie unspezifische akute Infektionen der oberen Atemwege. Die Auswertung zeigt Ihnen in der Grafik, dass bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mehr als zwei von drei Infekten im Winter diagnostiziert werden. Besonders häufig, wie Sie der Abbildung entnehmen können, im ersten Quartal des Jahres, also zwischen Januar und März. Hier treten 38% Infekte bei Kindern und Jugendlichen und mehr als 43% der Infekte bei Erwachsenen auf. Wie ist nun die Situation in Deutschland im europäischen Vergleich bei der Antibiotikaverschreibung? Wie Sie hier sehen können, liegt Deutschland hier Daten aus dem Jahr 2018 mit 11,7 Tagesdosen pro 1000 Einwohner und Tag beim Antibiotikaverbrauch europaweit im unteren Drittel. Zu den Spitzenreitern gehören Griechenland und Spanien mit mehr als doppelt so hohen Tagesdosen pro 1000 Einwohner. Trotzdem scheint hier im Vergleich mit den holländischen Nachbarn mit vergleichsweise niedrigeren Verbrauchszahlen ein noch deutliches Verbesserungspotenzial möglich. Was Procalcitonin für den praktischen Alltag interessant macht, ist die Tatsache, dass bakterielle Infekte eine rasche Erhöhung des Serumspiegels verursachen, virale Infekte dagegen über eine Interferon-Gamma-Ausschüttung hemmend auf die Procalcitonin-Produktion wirken. Wichtig für die Rolle der Procalcitonin-Bestimmung im Praxisalltag ist die Kinetik dieses Biomarkers im Rahmen bakterieller Infektionen. Das zeigt Ihnen die Abbildung im Vergleich zu anderen Biomarkern. Serumspiegel von Zytokinen wie Interleukin 6 und Tumornekrosefaktor zeigen im Vergleich einen Peak innerhalb von 5 bis 10 Stunden mit raschem Abfall in den Normen, typischerweise nach 20 Stunden. Damit sind diese Zytokine in diesem Zusammenhang nicht praktikabel. Die Sekretion des C-reaktiven Proteins CRP beginnt im Vergleich zum Procalcitonin verzögert innerhalb von 4 bis 6 Stunden im Rahmen eines bakteriellen Infekts mit einem Peak nach 36 Stunden. Wie die Abbildung zeigt, steigen die Procalcitonin-Serumspiegel innerhalb von 3 bis 4 Stunden an mit einem Peak nach 12 bis 24 Stunden. Diese Grafik zeigt Ihnen, wie wichtig die Unterscheidung zwischen bakteriellen und anderen Ursachen einer akuten Exazerbation bei COPD ist, kurz abgekürzt AECOPD.
wie Ihnen diese Daten zeigen, sind 50% aller Exacerbationen der Volkskrankheit COPD, also chronisch obstruktive Lungenerkrankung, nicht bakterieller Ursache. Und so ist diese Thematik auch für den Alltag extrem wichtig. Die Schweizer PATI-Studie ist die erste Procalcitonin-Studie, die mit einem vorgegebenen Behandlungsalgorithmus im hausärztlichen Bereich durchgeführt wurde. 485 Patienten im Alter 33 und 30 Jahren mit oberen und tiefen Atemwegsinfektionen wurden in dieser Studie nach Procalcitonin-Werten antibiotisch therapiert. Die Studie war so aufgebaut, dass die 53 teilnehmenden Hausärzte anhand eines Krankheitsbildes, aber ohne Berücksichtigung von Procalcitonin, entschieden, ob eine Antibiotikatherapie notwendig war oder nicht. Bei den Patienten, bei denen der Arzt eine antimikrobielle Therapie vorgesehen hatte, wurde anhand des PCT-Wertes diese Entscheidung überprüft und gegebenenfalls revidiert. Eine Antibiotikagabe erfolgte nur bei einem Procalcitoninspiegel von über 0,25 Mikrogramm pro Liter. Hier das Ergebnis. Die drei häufigsten Diagnosen in der Praxis waren akute Bronchitis mit 25%, akute Rhinosinusitis 22% und akute Pharyngitis 18%. In der Kontrollgruppe erhielten 97% der Patienten ein Antibiotikum, während in der PCT-gesteuerten Gruppe nur bei 25% der Patienten eine Indikation für eine antimikrobielle Therapie gestellt wurde. Daraus resultierte in dieser Studie ein Einsparpotenzial von 72%. Wichtig, im Nachbeobachtungszeitraum von 28 Tagen war kein Unterschied in der Rezidivrate im Vergleich zur Kontrollgruppe nachweisbar. Die Erkrankungsdauer war mit 8,7 Tagen in beiden Studiengruppen gleich. Antibiotika-assoziierte Diarrhöen zum Thema Nebenwirkungen einer antibiotischen Therapie traten in der Procalcitonin-Gruppe deutlich seltener auf, mit 20,3% versus der Kontrollgruppe mit 33,9%. In einer deutschen Studie, der sogenannten Hannover Pro-2-Studie, wurden zusammen mit 45 Hausarztpraxen und dem dortigen universitären Zentrum bei 550 Patienten mit akuten Atemwegsinfekten der Stellenwert der Procalcitonin-Bestimmung zur Steuerung der antibiotischen Therapie untersucht. Im Procalcitonin-Arm entschieden die teilnehmenden Hausärzte anhand der hier und im vorhin genannten PCT-Spiegel, ob eine Antibiotikatherapie notwendig ist oder nicht. Beim Procalcitonin-Spiegel unter 0,25 war eine bakterielle Infektion als sehr unwahrscheinlich anzusehen und es erfolgte keine antibiotische Therapie. Lag der Spiegel darüber, galt eine bakteriologische Infektion wahrscheinlich und es wurde eine antibiotische Therapie empfohlen. Im Kontrollarm entschieden die Hausärzte allein nach klinischen Kriterien ohne Kenntnis des Procalcitonin-Befundes. Das Follow-up betrug insgesamt 28 Tage. Die drei häufigsten Diagnosen sehen Sie in der rechten Tabelle. Grippaler Infekt mit 57,8%, akute Bronchitis mit 33%, akute Rhinosinusitis mit 28,3%. Betrachten wir nun die Ergebnisse. In der Kontrollgruppe erhielten 36,7% der Patienten Antibiotikum, während in der PCT-gesteuerten Gruppe nur 21,5% der Patienten ein Antibiotikum erhielten. Im Procalcitonin-Arm wurden dabei 36 Patienten berücksichtigt, die trotz niedrigem Procalcitonin-Spiegel ein Antibiotikum aus folgenden Gründen erhielten. Im Neuhochdeutsch Overruling, das heißt, der klinische Eindruck war so dominierend, dass die Kollegen trotz normalem Procalcitonin-Spiegel sich dafür entschieden, ein Antibiotikum zu geben. Weitere Punkte waren der Patientenwunsch, ein pathologischer Röntgenthoraxbefund, ein purulentes Sputum, eine schwere obstruktive Bronchitis. In weiteren 11 Situationen war der Grund unklar. Insgesamt resultierte bei Procalcitonin-gesteuerter antibiotischer Therapie eine relative Reduktion des Antibiotikum-Einsatzes um 41,6%.
Im Nachbeobachtungszeitraum von 28 Tagen war kein Unterschied in Bezug auf pulmonale Symptome, Rezidivrate oder stationäre Aufenthalte. Todesfälle wurden im Rahmen der Studie nicht registriert. Zwischen 2006 und 2008 untersuchte eine britische Arbeitsgruppe prospektiv in einer Querschnittstudie den Stellenwert von Biomarkern CRP und Bruchhalszündung bei 319 Patienten, die wegen folgender Diagnosen stationär eingewiesen wurden: einmal ambulant erworbene Pneumonie 19,4%, Asthma-Exazerbation 30% und COPD-Exazerbation 50,4%. Allen drei Gruppen bestand bei 20-30% etwa eine antibiotische Vorbehandlung. Hier das Ergebnis von CRP und Bruchhalcinin im Vergleich. Die Serumspiegel von CRP und Bruchhalcinin zeigten in diesen klinischen Situationen eine hohe Korrelation. Patienten mit Pneumonie hatten signifikant höhere CRP-Werte und Bruchhalcinin-Spiegel im Vergleich zum Patienten mit Asthma-Exazerbationen und COPD-Exazerbationen. Die korrespondierenden CRP- und Bruchhalcinin-Werte lagen bei den Asthma-Patienten bei 9 Milligramm pro Liter bzw. Bruchhalcinin 0,03 Nanogramm pro Milliliter und bei COPD-Patienten bei 16 Milligramm pro Liter CRP-Wert bzw. 0,05 Nanogramm pro Milliliter Bruchhalcinin. Oben aufgeführt sehen Sie noch die korrespondierenden AUC-Analysen, Area Under the Curve, zwischen Pneumonie und Exazerbation bei Asthma und COPD, die sehr hohe Werte ergaben von 0,96, was einer hohen Treffer- und Unterscheidungskraft in dieser Situation für die Parameter bedeutet. Das Diagramm zeigt Ihnen nun die Daten aus der Studie, den Prozentsatz an Patienten, die eine antibiotische Therapie erhielten, nochmal stratifiziert nach Diagnose. Ein PCT-Schwellenwert für den Einsatz von Antibiotika von über 0,25 Mikrogramm pro Liter hätte theoretisch den Antibiotika-Einsatz bei Asthma-Exazerbationen von 57% auf 4% gesenkt und bei COPD-Exazerbationen von 76% auf 7%. Wie Sie hier anhand der Säulen sehen können, grün die Standardtherapie, blau CRP, Prozentsatz der Patienten mit CRP-Steuerung und hellblau der Prozentsatz der Patienten mit Bruchhalcitonin-Steuerung. In einer weiteren Studie zu diesem Thema, der Prohost-Studie, eine Schweizer Multicenter-Studie, konnte bei 1359 Patienten, die wegen eines Infekts der unteren Atemwege in eine Notaufnahme eingewiesen wurden, weiter ein hohes Einsparpotenzial bei einer Therapiesteuerung mit Bruchhalcitonin bestätigen. Auch hier die Diagnosenverteilung: ambulant erworbene Pneumonie, abgekürzt mit CAP 68%, COPD-Exazerbation, hier abgekürzt AE-COPD 17%, akute Bronchitis 10%. Hier zwar kein Vergleich mit CRP, aber die Ergebnisse der zuvor gezeigten britischen Arbeitsgruppe bezüglich des Einsparpotenzials durch Bruchhalcitonin-Steuerung wurden hier bestätigt. Mittlerweile liegt auch eine Cochrane-Meta-Analyse vor aus dem Jahr 2018 zum Thema Bruchhalcitonin bei Atemwegsinfektionen. Die Cochrane-Meta-Analyse erfasste Daten von 6.708 Patienten aus 26 ausgewählten internationalen Studien. Hier in dem Diagramm können Sie die entsprechenden Diagnosen entnehmen, die in diese Cochrane-Analyse eingeflossen waren. CAP abgekürzt wieder ambulante Pneumonie, HAP abgekürzt die nosokomiale Pneumonie im stationären Bereich, VAP abgekürzt die Beatmungspneumonie, dann Bronchitis, akute Exazerbation der COPD und mit AE-Asthma abgekürzt die akute Exazerbation eines Asthma-Bronchiale. Zu den Daten.
Die 30-Tage-Sterblichkeit war in der Cochrane-Analyse in den PCT-gesteuerten Antibiotika-Therapiearmen signifikant geringer als in den nicht biomarkergesteuerten Studienarmen. 9% Todesfälle in der PCT-Gruppe versus 10% Todesfälle in der konventionellen Therapiegruppe. In der PCT-geleiteten Therapie führte die PCT-Steuerung zu einer Reduktion der Antibiotikadauer von 2,4 Tagen und zu einer signifikanten Reduktion antibiotika-assoziierter Nebenwirkungen wie die antibiotika-assoziierte Diarrhö. Im Vordergrund hier 16% in der Procalcitonin-Gruppe versus 22% in der konventionellen Gruppe. Diese Tabelle zeigt Ihnen die Biomarker übersichtlich im Vergleich. Procalcitonin hier im Vergleich mit häufig in der Praxis eingesetzten Entzündungsmarkern wie Leukozyten und CRP. Dabei ist zu beachten, dass die CRP-Synthese zwar relativ rasch nach einem Stimulus zu messbar erhöhten Serumkonzentrationen führt, nach etwa 6 Stunden, das Maximum jedoch erst nach über 48 Stunden erreicht wird, sodass die Werte bei einer rasch verlaufenden pulmonalen Infektion initial noch relativ niedrig sein können. Dagegen sind erhöhte Procalcitonin-Konzentrationen bereits nach 2 Stunden nach dem Stimulus nachweisbar. Dieser Zeitvorteil kann insbesondere bei einer ambulanten erworbenen Pneumonie entscheidend sein, da ein verzögerter Beginn einer antibiotischen Therapie die Mortalität bekanntermaßen erhöht. Auch die Diagnose der Ätiologie einer Asthma- oder COPD-Exazerbation, insbesondere Frage, handelt es sich um eine bakterielle Ursache, ist im praktischen Alltag nicht einfach. Beim hohen Prozentsatz von Asthma-Patienten und bei mindestens der Hälfte der Fälle einer COPD-Exazerbation kann man von einer nicht bakteriellen Ursache ausgehen, wie eingangs gezeigt. Mittlerweile liegen auch aktuelle Publikationen zum praktischen Vorgehen vor. Hier ein Vorschlag, der hier stratifiziert nach klinischer Situation einen Procalcitonin-Schwellenwert von 0,25 Mikrogramm pro Liter vorschlägt. Zu beachten ist in dieser Tabelle, dass eine Procalcitonin-Verlaufskontrolle je nach klinischer Situation empfohlen wird, die dann auch zur Therapiesteuerung dienen kann und zur Verkürzung der Antibiotikatherapie beiträgt, was vor allem im stationären Sektor bereits erfolgreich gezeigt werden konnte. Wie kann man sich die Logistik im Praxisalltag vorstellen? Hier ein Vorschlag von der Blutentnahme über den Labortransport zur Ergebnismitteilung an den Arzt, der den Patienten dann telefonisch informiert, ob er das Rezept einlösen soll oder auf eine antibiotische Therapie verzichtet werden kann. Entsprechende Abrechnungsziffern im IBM-Katalog und GOE sind hinterlegt. Und somit komme ich zum Schluss. Lassen Sie mich zusammenfassen, wie anhand der Studien und zuletzt auch der Cochrane-Meta-Analyse gezeigt, ist Procalcitonin ein geeigneter Biomarker zur Identifikation eines bakteriellen Infektes, kann zur Antibiotikasteuerung dienen. Es liegt eine FDA-Zulassung auch für die Antibiotikasteuerung vor. Procalcitonin hilft, Nebenwirkungen durch unnötig gegebene Antibiotika zu vermeiden, kann durch Reduktion der Antibiotikagabe einer Resistenzentwicklung entgegenwirken und bei richtigem Einsatz auch Mortalitätsraten erniedrigen. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse.